last but not least, das Thema E-Roadbook. Bei den Controllern vorher schon ein bisschen angesprochen. Die Wahl des Controllers hängt auch sehr stark davon ab, welches E-Roadbook man einsetzen möchte. Da es so ist, dass man für Treffmod-Dashboard den Capito-Controller braucht und für Piste-Roadbook einen anderen wie den Capito-Controller. Was schlicht und einfach daran liegt, dass der Hersteller von Treffmod-Dashboard und Capito-Controller-Software der gleiche ist und natürlich innerhalb seiner Lösungen da das perfekte Funktionieren bereitstellt. Wie schon zuerst erwähnt, Stärke des Capito-Controllers ist, er erkennt, welche App im Vordergrund ist und kann dann dynamisch das Mapping der Knöpfe ändern. Das heißt, hat man vor, über Rallye-Roadbook hinaus die Fernsteuerung zu verwenden, ist man mit der Capito-Control definitiv besser bedient. Hat man vor, jetzt nur für die Rallye hier eine Remote-Control einzusetzen und mag man auch mit dem Piste-Roadbook fahren, dann ist das die etwas preiswertere Lösung, ist sozusagen eine einmalige Investition, die man sonst nicht so ausgiebig nutzen kann. Das heißt, möchte man es mehr nutzen, wie schon empfohlen, Capito-Control, möchte man nur für sich eine Rallye hier jetzt etwas haben, Piste Roadbook und andere Control-Buttons ist auch eine Lösung. Gut, nun zu den beiden Roadbook-Anwendungen, die es hier gibt. Starten mit Treffmod-Dashboard. Das Treffmod-Dashboard ist schon oft genutzt und viel eingesetzt und macht das wirklich gut. Mal der Links, diese sogenannten Trip-Mit-Informationen, die kommen von Geringer, gibt es für mein eigenes Video. Wie gesagt, beim Motorrad braucht man in Wahrheit eigentlich nur drei Informationen, nämlich die Gesamtkilometer, die Geschwindigkeit und den Kurs. Mehr braucht man in Wahrheit nicht, deswegen habe ich auch nur diese drei eingeblendet. Schön groß und in der Mitte sieht man das Roadbook, das man eben durch Verwenden der Buttons dann scrollen kann. Ja, wie schnell das scrollt und so, das kann man einstellen, auch welche Instrumente man links sieht, auch wie die Buttons gemappt sind. Auch das kann man einstellen, also man kann hier in den Settings einstellen, welche Bewegung im Roadbook bedeutet, wie hoch der Zeilenvorschub ist und dergleichen mehr. Also da kann man wirklich tolle Sachen einstellen. Man kann auch eins machen, dass der Touchscreen wenn man den Controller verwendet, eben gesperrt ist, dass also Schmutz und dergleichen, wenn ich den Touchscreen heimlich bedient. Hier gibt es wirklich tolle Möglichkeiten, man könnte auch den magnetischen Sensor verwenden für das Heading, wenn man steht, das ist ganz schlau, weil dann kann sozusagen der magnetische Kompass die Richtung angeben. Da gibt es also wirklich ein paar tolle Funktionen, die allerdings wirklich wichtigste in Wahrheit ist, die Entfernungskorrektur. Es ist nämlich so, ein Roadbook ist nicht zwangsläufig im GPS erstellt worden, sondern könnte auch mit einem Radsensor erstellt worden sein. Und dadurch könnte es eine Abweichung geben zwischen GPS-Roadbook und eigener Messung. Und dazu gibt es immer einen Eichkilometer, den der Veranstalter aufmalt. Bei der Veranstaltung, den ist er mit seinem Messfahrzeug gefahren und hat dort einige Kilometer aufgemalt. Den fährt man ab und das macht man so lange, bis man den Korrekturfaktor so angepasst hat, bis auch wenn man diesen Pfad exakt ein Kilometer da angezeigt wird, dann weiß man, man hat das gleiche Messverhalten wie jener, der es aufgezeichnet hat. Ganz wichtige Funktion, ja, unten könnte man auch so einen Kompass einblenden, wenn man möchte, auch das geht natürlich, ja. Man könnte auch hier dann statt dem Kompass die Uhr wählen, das machen wir jetzt ganz kurz, dass wir hier sagen, na, ich hätte hier lieber heute, falscher Knopf, ich hätte hier lieber gern statt dem Kurs hier die Uhrzeit drin, entweder die Fahrzeit oder aktuelle Zeit, also das kann man hier super auswählen. Jetzt habe ich es nur, glaube ich, falsch ausgewählt, so, auswählen. Ja, da steht gepaust, weil ich eben das nicht gestartet habe, das Roadbook, das heißt, die Uhr läuft immer, wenn ich starte und fahre. Eine tolle Funktion, die auch ich sonst nicht gefunden habe, die aber ganz toll ist, man kann die Roadbook-Farbe hier umkehren. Das ist ganz fein, weil nämlich ganz nach Lichtverhältnissen diese Variante hier durchaus besser zu lesen sein könnte. Ja, wie man sieht, ein anderes Roadbook-Laden ist ja auch heute schon einfach dazu braucht, nur eine öffne PDF-Datei sagen, wählt das Roadbook aus und schon wird es geladen und angezeigt. Ist wirklich sehr einfach zu nutzen. Man kann alles einstellen, was man braucht. Wie gesagt, die Buttons und dergleichen mehr. Gibt es von mir auch ein eigenes Video zu dem Thema. Ist meines Erachtens wirklich die einfachste und beste Anwendung und funktioniert hervorragend, vor allem wenn man die Capito-Controller verwendet. Nun, als mögliche Alternative und bis jetzt brauchbarste jedoch gibt es das Piste Roadbook Reader, heißt das Produkt. Wie man sieht, sehr ähnlich aufgebaut, vielleicht nicht ganz so fancy, aber auch die gleiche Logik. Hier links mal grundsätzlich diese ganzen Daten. Man kann hier
die Distanzwerte verstellen, das kann man beim anderen einfach drauf anklicken. Man kann hier die Einheiten umstellen, auch das ist gleich wie beim DiveMod Dashboard. Man kann hier verschiedene Layout-Varianten wählen, man kann so wählen, was wird wo angezeigt. Auch hier sind die Möglichkeiten ähnlich, man hat zwei Trip-Zähler, braucht beim Motor oder einen. Man kann hier einstellen, welche externen Keys verwendet werden, und das ist jetzt dann interessant, wenn man eine andere Lösung verwendet, wie das Capito Control. Hier kann man so zum grundsätzlich jeden Button mappen, den es gibt, auf die einzelnen Funktionen. Das erlaubt das grundsätzlich Nutzen jeder möglichen externen Human Interface Input Device Hardware, wie eben die beiden gelben Controller, die ich hergezeigt habe, die ich selber gebaut habe, oder selber gebaut. Die gibt es mit zusammengebaut, also der Gerald, diese schönen Exemplare, weil er einen guten 3D-Drucker hat. Die originäre Idee ist von Rallyblitz und die, wie gesagt, ist im Jahr 2016 schon, wurde 2017 von mir übernommen und war bis zum Erscheinen des Capito Controls meine Lösung. Das Capito Control macht das nämlich besser und deswegen habe ich da dann gewechselt. Da kann man den Scrolling Speed und Scrolling Mode einstellen, wie er scrollen soll, seitenweise fortlaufend, ganze Seiten, Viertelseiten, halben Seiten, langsam, schnell. Das ist alles im Grunde ganz ähnlich zum DriveMod Dashboard. Ja, und auch hier das Laden eines Roadbooks gibt es ebenfalls genauso gleich. Man wählt das einfach an, klickt das an, das wird geladen. Das Invertieren besitzt es nicht als Funktion, das ist nicht das Kriegsentscheidendste. Ja, funktioniert im Grunde komplett gleich, aber dem kann man ebenso fahren. Es ist damit mehr die Entscheidung, auf welchen Controller man setzt, ob man mit dem ein oder anderen Produkt lieber unterwegs sein wird. Ich kann eine klare Empfehlung geben, ich würde immer in den Capito-Control investieren, weil man auch für GPS-Anwendungen dergleichen mit hervorragend nutzen kann, bis hin zu Media-Player, Anruf abheben, alles. Das geht alles mit diesen externen Controls, die man hier bauen kann, nicht, außer man ist in der Lage, eine Software zu schreiben, die am Android läuft, die das gleiche tut wie die CI-Remote-Control, die aktuelle Anwendung im Vordergrund erkennen und dementsprechend die Tastenbelegungen anders übermitteln. Dann kämen wir hier gleich weit. Das heißt, für eine einmalige Lösung und einen einmaligen Einsatz, wo man hier ein bisschen Geld sparen möchte, kann man mal Piste Roadbook und externen Controller verwenden. Wenn man sagt, na, der C-Remote-Controller, der ist mir das Geld wert, dann kann man gleich mit DriveMod Dashboard und C-Remote-Controller arbeiten und muss deswegen nicht den Carbieter kaufen. Das funktioniert mit jedem Android-Device ebenso. Das heißt, die Kombination Android-Device, C-Remote-Control, DriveMod Dashboard ist da absolut meine Empfehlung bei der Wahl der Waffen. Ja, diese vier Themen da waren jetzt ein Haufen Info und werden in Summe wahrscheinlich geschnitten, dann eine Stunde Video ergeben in Summe. Ich werde das in einer Form einer Playlist zur Verfügung stellen, dass man es jeweilig schnell hineinrupfen kann, sich das anschauen kann. Ja, ich selbst werde bei der Rallye vor Ort sein und auch jeden bei der Nutzung, vor allem der Android-Navigation, jetzt GPS-basierend oder Roadbook-basierend, unterstützen. Die Tipps sind dienen, dass man sich ein bisschen damit vorbereiten kann, das Equipment mit hat, das man eben braucht oder denkt, dass man braucht. Fragen gerne zum Video stellen, ich mache das gerne immer in direkter Beantwortung, weil per E-Mail kommt die gleiche Frage 30 Mal und das reicht eine Antwort dann oft. Daher bitte ins Video hinein kommentieren die Fragen. Ich beantworte sie dort furchtbar gern, weil sie dann oft vielen auch ihre Fragen beantworten und das Ganze etwas effizienter gestalten. Ja, zu guter Letzt, am 3. Juni gibt es beim Niki noch einen Event, wo wir das auch ein bisschen in Natura her zeigen. Niki fragt mich, weil es noch Plätze gibt, da bin ich jetzt gerade befragt. Wenn es ganz viele Interesse gibt, machen wir vielleicht sogar noch einen zweiten Event, wenn wir uns anschauen, wie sich das zeitlich ausgeht, wo eben das Thema GPS-Navigation auf Android und e-Roadbook in Natura uns in Baden gemeinsam anschauen werden. Ja, dann wünsche ich euch noch viel Spaß, bleibt gesund und hoffe, möglichst alle bei der Bosnien Rallye heuer zu sehen. Tschüss.